So, die Woche beginnt. Heute ist Montag, beziehungsweise war heute den ganzen Tag, ich hatte Geburtstag gehabt. Und ja, es gab hier so einen Reissalat, es gab Melonen, es gab einen asiatischen Salat, es gab ja noch Energiekugeln, Zimtrollen, dann gab es Chips, es gab solche Burger, ich weiß nicht was noch alles. Hier noch andere Linsenburger, Köfte gab es. Ja, das ist noch so Bananenleder. Da gab auf jeden Fall sehr, sehr viel, noch verschiedene Salate und kann sich jetzt nicht alles aufnehmen, Orangen, keine Ahnung. Gab sehr viel Sachen, alle Rohkostqualität, so Rohkostparty gehabt und war alles total lecker. Und ja, jetzt geht's ins Bett, also der Tag war voll Geburtstag und voller rohköstlicher Leckerei. Und der Morgen beginnt mit einem Smoothie. Alles normal, das einzige ist unnormal, ich habe ein paar Pilze reingetan, weil die Pilze müssen weg und dafür ist ja ein Smoothie da. So, jetzt zum Mittag gibt es Linsenköfte, dazu diese Knoblauch-Mandelcreme mit Mandelmus. Das Video habt ihr vielleicht schon gesehen, vielleicht kommt es auch erst noch, muss ich sehen. Und das hier ist ein Pupsalat. So wurde er offiziell getauft, weil da so viel Kohl drin ist, dass man da sehr, sehr viel pupsen muss. Also gibt es einen Pupsalat und das gibt es jetzt. Und als Nachtisch gibt es nochmal Zimtschnecken. So, und zum Abend gibt es jetzt einen großen Salat und einen etwas kleinen Obstsalat für mich. Und ich werde geknechtet hier mit lecker duftenden Sachen, aber ich habe mir jetzt vorgenommen, die 14 Tage auch mal genau mit Chiara quasi das durchzustehen. Und hier muss ich ja, diese leckeren Auberginen und Bratlinge und so weiter. Aber na, mal sehen, ob ich standhaft bleibe. Wenn ich nicht standhaft bleibe, dann sage ich es euch sowieso nicht. Und jetzt habe ich wieder Hunger und war mal kurz jetzt hier in der Pizzeria und esse jetzt 4 von diesen veganen Pizzen. Nach dem Pizza-Massaker heute Nachmittag, ich dachte zwar, es bleibt meine einzige Mahlzeit, aber esse ich abends nur so ein paar Rollchen. Ja, heute wieder mit Sprache. Gestern hatte ich eine No-Speak-Challenge und deswegen habe ich nicht gesprochen. Was es da gab, war, glaube ich, Smoothie und Zucchini-Nudeln mit einem Knoblauch-Mandel-Pilzsoße oder sowas. Genau, und heute beginnt der Tag wieder früh mit einem Smoothie und 2 Tropfen Jodlösung. Die gibt es natürlich immer im Smoothie. Ich sehe es bloß jetzt gerade, deswegen erwähne ich das. Und jetzt gibt es deinen Lieblingslebkuchen von also jemand hat mir zum Geburtstag, kann es eigentlich sagen, Sebastian, hat mir wieder mal ein kleines Geschenk gemacht und da waren meine Lieblingslebkuchen von Lebegesund richtig geil. Und so, und jetzt gibt es Salat mit Roggen eingeweicht und allerlei Gedöns. Und zum Abend gab es noch 6 Birnen. Und jetzt gibt es wieder Smoothie. Und jetzt gibt es Rohkost-Sushi mit Blumenkohl. Und das ist ein Algensalat mit Blumenkohl, mit Möhre, Gurke und noch viel Scheiß. Und jetzt gibt es Bananeneis mit Datteln, Salz und gekeimten Kichererbsen, Buchweizen.